Heute präsentiere ich euch eine Hausarbeit im Fach Physikalische Chemie. Zum Thema Phasendiagramm CO2. Auf dieser Folie sieht man das PVT-Diagramm von CO2. Ein Phasendiagramm zeigt die Regionen im Raum der Zustandsgrößen P-Druck, T-Temperatur und V-Volumen, in denen die relevanten Phasen thermodynamisch stabil sind. Die Linien im Phasendiagramm, wie Konoden und Binodalen, grenzen die Phasen voneinander ab. Nun zu den Fragen für das PVT-Diagramm. Welche Aussage ist für das PVT-Diagramm von Kohlendioxid nicht korrekt? Das Diagramm enthält mehrere Binodalen. Die Trippellinie ist eine Konode. Der kritische Punkt liegt auf einer Binodalen. Innerhalb der zwei Phasengebiete hat das System zwei Freiheitsgrade. Zu Antwort A. Das Diagramm enthält mehrere Binodalen. In diesem Diagramm sind alle Binodalen grün eingezeichnet, welche die Phasen voneinander abgrenzen. Es sind mehrere Binodalen im PVT-Diagramm enthalten. Somit ist Antwort A richtig. Zu Antwort B. Die Trippellinie ist eine Konode. Hier blau markiert sieht man die Trippellinie, die gleichzeitig eine Konode ist. Die Bezeichnung der Trippellinie kommt daher, dass an der Linie entlang alle drei Phasen gleich vorhanden sind. Somit ist Antwort B auch richtig. Zu Antwort C. Der kritische Punkt liegt auf einer Binodalen. Wie schon bei Antwort A gezeigt, sind die grün markierten Linien Binodalen. Dazu kommt jetzt der kritische Punkt, der wie gezeigt auf der Binodalen liegt. Somit ist Antwort C auch richtig. Zu Antwort D. Innerhalb der zwei Phasengebiete hat das System zwei Freiheitsgrade. Mithilfe der Gibbs'schen Phasenregel kann man die Zahl der Freiheitsgrade F eines im Gleichgewicht befindlichen Systems mit einer bestimmten Zahl von Phasen P und Komponenten C bestimmen. Die allgemeine Form der Gibbs'schen Phasenregel lautet F plus P gleich C plus 2. Diese wird nach F aufgelöst. F gleich C plus 2 minus P. Nun kann man C und P einsetzen und erhält F gleich 1. Somit ist Antwort D falsch, da innerhalb der zwei Phasengebiete das System einen Freiheitsgrad besitzt. Danke für die Aufmerksamkeit.